ist Begrenzung und Grenzenlosigkeit für dieses Selbstgespräch. Ja, der Witz. Zu glauben, der Besitzer von dem hier zu sein, zum Beispiel dem Körper oder dem Wohnraum. Der Besitzer eines Lebens zu sein. Oh ja, das ist mein Leben. Das ist hier mein Leben. Das ist die Erfahrung von Begrenztheit. Wenn ich denke, ich hätte Energie, einen bestimmten Energievorrat zur Verfügung. Wenn ich denke, ich habe Energie, ich habe Energie, dann fühlt sich das doch limitiert an. Dann habe ich so lange Energie, bis ich tot bin und dann schwuppdiwupp muss ich wohl wiedergeboren werden, um wieder Energie haben zu können. Und immer ein bisschen limitiert, limitiert, begrenzt. Haha. Doch in dem Moment, wo ich Energie bin und keine De Selbstdefinition habe von einem, der etwas besitzen würde, bin ich Energie, so bin ich grenzenlos. Als Energie gibt es nur Energie. Energie, die den Raum erfüllt. Energie, die sich in allen möglichen widerspiegelt. Energie, die sich grenzenlos ausdehnt und zusammenzieht und ausdehnt. Was ist jetzt wirklich? Ich habe Energie oder ich bin Energie? Was ist wirklich? Sagen wir mal so, manchmal ist die Wirkung, also die Erfahrung, dass ich mich als einen scheinbaren Besitzer von Energie erlebe und hypnotisiert bin und mich auf etwas reduziere, was mein Leben heißt, was ich heißt. Und schwuppdiwupp kann dann auch die Erfahrung da sein, ich bin Energie. Also ist das die Einheitserfahrung von ich und der Himmel sind eins. Also da ist nur der Himmel als ich. Oh, es ist nicht zum Ausdenken. Energie kannst du nur sein und da brauchst du nicht mehr drüber nachdenken. Aber über den Besitzerling, der denkt, er hätte ein Leben, darüber lässt sich viel nachdenken. Uiuiui. Ja, viele Gedanken können damit zusammenhängen. Ich merke schon wieder, dass ich nicht auf den Punkt komme, weil was sollte er sein, der Punkt? Bin ich jetzt der Besitzer oder bin ich Energie? Die Frage ist, wer will es wissen und wer kümmert sich um den, der das Leben definiert als mein Leben? Wer will schon gern begrenzt sein? Und der von der Begrenzung lebt, hat natürlich Angst, dass es ihn nicht gibt als Energie, Grenzenlosigkeit. Und es fühlt sich ziemlich scheiße oft an, wenn ich, oh ja, dann, ah, ich habe es falsch gemacht. Oh ja, ich habe mein Leben nicht auf die Reihe gebracht. Vielleicht soll es ja gar nicht auf der Reihe sein. Wahrscheinlich gibt es ja gar keine Reihe. Es ist nur eine Vorstellung, dass das Leben so oder so sein soll, weil es einfach so ist, wie es ist. Und es keinen kümmert, ob jetzt einer denkt, ah ja, es sollte mehr wärmer sein und mehr Geld da sein und die Menschen sollten netter miteinander umgehen und die Welt nicht zerstören und so weiter. Ja, okay, Gedanken. Und wer ist der Denker?
Wenn der Denker schon ein Gedanke ist, wer denkt sich den dann? Die Energie, die einfach als Gedankenenergie auftaucht? Ja. Alles offen, total besoffen von sich selbst, die Energie tanzt ohne Anfang, ohne Ende. Hahaha. Lass dich überraschen und schau einfach mal hin. In dem Moment, wo die Besitzeridee da ist, ist Begrenzung da. Und in dem Moment, wo sie nicht da ist und du Energie bist, Grenzenlosigkeit. Schauen wir mal.